Zweites Kapitel, Vers 55. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Savanpata Manogatan Admanye Vatmana Tusta Stita Prajas Tadoshyati. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Savanpata Manogatan Admanye Vatmana Tusha Shri Bhagavan Uvacha. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. Prajahati. Gib auf. Yada, wenn. Kaman. Wünsche nach Sinnenbefriedigung. Sarvan. Alle Arten von. Partha. Uson Pritas. Managatan. Von mentalen Wunschvorstellungen. Atmani. Im reinen Zustand der Seele. Eva. Gewiss. Atmana. Durch den geläuterten Geist. Tushtaha. Zufrieden. Stita Pragyaha. In der Transzendenz verankert. Tada. Zu dieser Zeit. Uchyate. Wird genannt. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: O Partha, wenn ein Mensch alle Arten von Sinnesbegierden aufgibt, die den Wunschvorstellungen des Geistes entspringen, und wenn sein geläuterter Geist im Selbst allein Befriedigung findet, dann sagt man von ihm, er sei im rein transzendentalen Bewusstsein verankert. Das Bhagavatam bestätigt, dass jeder, der völlig im Krishna-Bewusstsein oder hingebungsvollen Dienst des Herrn verankert ist, alle guten Eigenschaften der großen Weisen besitzt. Wohingegen jemand, der nicht auf solch transzendentale Weise verankert ist, keine guten Eigenschaften hat, weil er sich mit Sicherheit in seine eigenen gedanklichen Überlegungen flüchtet. Folglich wird hier ganz richtig gesagt, dass man alle Arten von Sinneswünschen, die gedanklichen Überlegungen entspringen, aufgeben muss. Künstlich kann man solche Sinneswünsche nicht einstellen. Wenn man aber im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, dann lassen Sinneswünsche ohne zusätzliche Bemühungen von selbst nach. Deshalb muss man sich ohne Zögern im Krishna-Bewusstsein betätigen, denn solch hingebungsvoller Dienst wird einem augenblicklich helfen, auf die Ebene transzendentalen Bewusstsein zu gelangen. Die hochentwickelte Seele bleibt immer in sich selbst zufrieden, da sie sich als der ewige Diener des höchsten Herrn erkennt. Eine auf diese Weise in der Transzendenz verankerte Seele hat keine Sinneswünsche, die niedrigem Materialismus entspringen. Vielmehr bleibt sie immer glücklich in ihrer natürlichen Stellung, ewig dem höchsten Herrn zu dienen. Geil. Wenn die Gebete gehen, bitte mitmachen. Om Agyana Timinandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale
Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vajratai Shatarine Jai Shri Krishna Jai Chandra Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, der heutige Vers lautet: Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: O Partha, wenn ein Mensch alle Arten von Sinnenbegierden aufgibt, die den Wunschvorstellungen des Geistes entspringen, und wenn sein geläuterter Geist im Selbst allein Befriedigung findet, dann sagt man von ihm, er sei im rein transzendentalen Bewusstsein verankert. Ja, danke fürs Vorlesen. Okay, keine Sorge, ne? Ich steige heute sehr tief ein, aber wir wollen ja auch Emilia mitnehmen. Genau, die Bhagavad Gita ist also die heilige Schrift, in der Krishna, also die höchste Persönlichkeit Gottes selbst, zu einem seiner Devotees spricht. Und dieser Devotee ist Arjuna, die stehen ja gerade mitten auf einem Schlachtfeld. Ja, also da siehst du auch ein Bild hier drüben. Genau, und diese Schlacht, das ist auch ein Weltkrieg, ja, das ist vor 5000 Jahren passiert. Der ist eigentlich gleich vom Losgehen. Also geht gleich los auf jeden Fall. Und Arjuna möchte aber nicht kämpfen, weil auf der anderen Seite sieht er seine Verwandten. Die anderen haben das bei jeden Mittwoch, weiß ich gar nicht, habt ihr schon immer gehört. Genau, ist aber wichtig, weil heute werden wir tiefer da einsteigen. Und die Sache ist, wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Die Gita hat insgesamt wie viele Kapitel? 18. 18, genau. Das heißt, wir sind eigentlich am Anfang, wie man sehen kann, von der Gita. Genau, und jetzt sagt aber schon der Hauptkämpfer, ich habe keine Lust, nicht nur ich habe keine Lust, sondern ich habe Angst. Ne, er hat da gerade so einen Nervenzusammenbruch, weil, also er möchte halt nicht kämpfen, da gibt es auch verschiedene Gründe deswegen. Und 2.7 aber ist dann so ein Wendepunkt. Warum ist es ein Wendepunkt? Was passiert in 2.7? Da fragt Arjuna Krishna. Genau, und er sagt dann auch, Krishna, ich bin eine dir ergebende Seele, bitte unterweise mich jetzt. Jetzt ist er nämlich offen und das ist bei uns auch meistens so, dass wenn wir nicht mehr weiter wissen, oh Gott, gibt es dich wirklich? Ne? Das kennen wir alle so ein bisschen. Ne? Wenn wir da nicht weiter wissen, dann wenden wir uns an Gott. Arjuna ist in einer ähnlichen Situation und zwar wendet er sich jetzt wirklich an Krishna und er möchte gerne unterwiesen werden. Und dann, was macht Krishna? Krishna freut sich auch, ja, und er sagt dann, also ein paar Verse auf jeden Fall über die Seele. Was ist die Seele? Er sagt dann, die Seele ist ewig, die Seele ist unzerstörbar, die Seele ist unmessbar. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht so eine Angst haben zu kämpfen, weil dich, mich und diese Könige, sagt Krishna, die gab es und wird es immer geben, weil wir sind ewig. Diese Körper, in denen wir gerade sind, die sind vielleicht nicht ewig, aber zu diesem Bewusstsein wollen wir ja auch kommen. Also es ist wirklich transzendentales Bewusstsein, ist sehr hohes Bewusstsein. Sorry, dass ich da jetzt gerade so schnell so einen Durchlauf mache für dich, Emilia. Aber für die anderen ist es schon, also ich hoffe, dann kommst du auch jeden Mittwoch. Weil die Sache ist, ich möchte ja nicht die ganze Zeit immer sagen, oh, hier haben wir Arjuna, hier haben wir Krishna, sondern richtig mal tiefer gehen. Wir wollen ja auch, also wir wollen ja auch irgendwie was Neues hören. Und da gibt es auf jeden Fall sehr viel Neues zu besprechen und zu, erfahren und zu entdecken. Und zwar ist es dann so, dass dann Krishna, nachdem er erzählt, was die Seele eigentlich ist, und das ist, wo spirituelles Wissen anfängt, sagt er dann auch, was ist Karma? Und wie kann man sich eigentlich aus diesem Kreislauf, ja,
entbinden, sage ich mal so. Ja? Entbinden. Wie kann man also diesen Kreislauf von Samsara, von Tod, von Wiedergeburt, von und so weiter, ne? Von Krankheit und Alter, wie kann man dem entrinnen? Ne? Da gibt es auf jeden Fall einen Weg und dieser Weg ist der Krishna-bewusste Pfad. Und wir versuchen das hier zu praktizieren. Genau, und dann sagt aber auch noch Krishna, er antwortet dann auf eine Frage, das war nämlich letzte Woche, das ist nämlich eine sehr schöne Frage von Arjuna. Arjuna fragt dann nämlich, O Krishna, welche Merkmale weist jemand auf, dessen Bewusstsein so in die Transzendenz eingegangen ist? Wie spricht er? Was sind seine Worte? Wie sitzt er und wie geht er? Ja, und Arjuna möchte das einfach gerne wissen, hier zum Anfang der Gita. Ne? Das finde ich sehr schön. Und also gleich am Anfang der Gita, also das ist ja auch, das zweite Kapitel heißt Zusammenfassung des Inhalts der Gita. Da kriegen wir halt so nochmal die Creme de la Creme. Und Krishna macht da was Tolles, weil er gibt uns da sozusagen das fertige Produkt. Ja? Das fertige Produkt. Und er sagt jetzt in den nächsten 17 Versen, das sind die letzten Verse vom zweiten Kapitel, wie so eine Krishna-bewusste Person agiert. Wie so eine Krishna-bewusste Person durchs Leben geht. Und das ist für uns höchst interessant, weil das wollen wir ja werden. Wir wollen das ja werden. Wir wollen ja hier schon mal ans Ende schmulen und dann haben wir aber schon das zweite Kapitel und da gibt uns Krishna ja schon dieses Endprodukt sozusagen. Und das ist jetzt sehr spannend, weil in den nächsten 17 Versen wird Krishna über dieses göttliche Bewusstsein sprechen. Was ist denn dieses göttliche Bewusstsein? Ja, wir haben jetzt über die Seele geredet und diese Seele hat aber auch einen Geist. Ja, also in diesem materiellen Körper, in diesen materiellen Umständen, wo wir gerade sind. Und da möchte ich gerne ansetzen und ein bisschen tiefer in diese spirituelle Materie einsteigen und über den Geist sprechen. Ja, und auch über die Elemente der materiellen Natur, weil ich bin mir nicht sicher, wie sehr ihr davon schon mal Wind bekommen habt. Ich selber habe auch so einen Bhakti-Kurs selber gemacht, da haben wir das alles durchgenommen. Das ist sehr spannend. Wenn euch jetzt dieses Shankhya-Yoga-Philosophie, also dieses Shankhya heißt so Analyse, ja, wenn die euch jetzt nicht so viel zusagt, ihr wollt jetzt lieber über kleinen Krishna hören, die nächste halbe Stunde einfach mal Ohren aufsperren, ist mal gut zu hören, woraus diese Materie eigentlich im Detail besteht und wie eigentlich auch so der Geist und unsere Sinne, wie die so funktionieren ein bisschen. Ja, habt ihr da Lust drauf, das mal so zu hören? Ja? Du kennst es bestimmt sowieso schon, du hast. Gut, aber da habe ich euch was vorbereitet. Und zwar sind es also erstmal die Sinne. Und ich glaube, da kann jeder mitreden, weil wir haben alle Sinne. Genau, was haben wir denn alles für Sinne? Genau. Und das, ne, machen wir so eine kurze Meditation. Okay, wir schlafen jetzt gerade so. Heute Morgen, wie seid ihr denn aufgewacht? Das Erste, was ich so wahrnehme. Genau, was ich so wahrgenommen habe, war so. Oder weiß nicht, was ihr da für Vögel zwitschern habt. Der Wecker. Also auf jeden Fall erstmal so ist der Hörsinn angesprochen hier. Okay, wie geht's dann weiter? Weiß nicht, vielleicht habt ihr dann. Die Augen gehen auf? Ja, Augen auf. Okay, wo bin ich denn eigentlich, wenn ihr jetzt irgendwie Astralreisen gemacht habt nachts, dann erstmal wieder in den Körper kommen? Aber nein, wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Wie sehe ich gerade aus? Was habe ich für eine Rolle zu spielen hier? Sehr gut. Genau, dann stehen wir halt langsam so auf. Dann fühlen wir mit unseren nackten Fußsohlen den kalten Boden. Oh, okay, dann gehen wir in die Dusche, fühlen da dann das warme Wasser, wir riechen. Weiß nicht, das Shampoo zum Beispiel. Ne? Also die ganzen Sinne werden dann langsam, oder also eigentlich nicht, eigentlich wird man gleich, ne, ab der Minute, wo der Wecker klingelt, wird man eigentlich gleich so, ich sag mal so, wirklich von den Sinneseindrücken ein bisschen beschossen. Ja? Vielleicht zu Hause ist es noch ganz gechillt, man kennt alles, aber draußen auf jeden Fall, da ist man in der Straße, also man trinkt dann so, man isst dann Sachen und so weiter, oh, das schmeckt aber lecker. Gut, als ich mal ein bisschen mehr Frühstück hatte, das riecht so gut. Ach schön, da der Wollschal fühlt sich so gut an. Dann steht man an der Straßenbahn, dann hört man so schon das ganze Geplapper von den Leuten. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Kirtan hört, man sieht so viele Sachen, die man nicht sehen möchte. Man kann sich dagegen nicht wehren. Ja, das sind alles Sinneseindrücke, die kommen.
Da kann man nicht sich vor schützen. Man kann das ein bisschen eindämmen, man kann so Noise Cancelling Headphones haben. Wenn man weiß, hey, ich gehe da auf meinem Arbeitsweg, komme ich immer an so einem, an so einer Fleischerei vorbei, dann muss man da nicht immer hingucken. Aber eigentlich sind wir dieser Materie total ausgesetzt. Dann geht's weiter, oh, das riecht ja gut, der Bäcker, ja, ach nee, und der riecht nicht so gut. Ne? Also wie gesagt, oder hier, ach, den Hund, den will ich auch mal anfassen, ne? Wir kennen ihn alle. Oh, in der Straßenbahn, worüber redet denn? Ich will auch mal hören. Ne? Aber ich will nur mal ganz kurz hier das riechen und ganz kurz mal schauen auch. Ne? Ja. Unsere Sinne sind nämlich die Fenster von uns. Und wir sind die Seele. Und das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, hat jemand von euch einen Pullover an? Du hast einen Pullover an, okay. Also ihr kennt es ja alle, aber hast du auch was darunter? Ein T-Shirt. Ah, T-Shirt, okay. Kannst du das mal kurz demonstrieren? Kannst du mal deinen Pullover so halb ausziehen? Das kennt ihr nämlich alle. Also halb, genau. Halb. Ja, genau, halb. Genau. Ja, ja, weil da sieht man nämlich auch hier durch die Ärmel und durch den Kopf, sieht man so ein Licht. Ne? Und dann sieht man so, ah, das sind hier, da muss ich wahrscheinlich meinen Arm hinpacken. Und das ist die Seele, das sind wir. Also, versteht ihr das so ein bisschen? Weil wir sind ja nicht dieser Körper. Und eine gute, ich glaube, so, Dankeschön, Ralf, eine gute veranschaulichende Übung ist sozusagen einfach, sich mal in so einen dicken Wollpulli zu schmeißen. Und dann sieht man erstmal, oh, ist alles dunkel. Oh nee, da kommt mein Arm durch, okay. Und das ist sozusagen ein Sinnesausgang sozusagen. Also wenn ihr da wirklich mehr interessiert seid, es gibt eine super tolle Geschichte im Srimad Bhagavatam im vierten Kanto von König Puranjana. Ja, habt ihr davon was gehört? Von König Puranjana. Also das ist nämlich sehr schön, weil das ist eine Metapher, ja. Von diesem König, Puranjana ist also auch der, der in einem Körper genießt, ja? Und in einem wunderschönen Garten trifft dieser König dann eine wunderschöne Frau. Und diese wunderschöne Frau steht für die Intelligenz. Ja, und diese Intelligenz möchte sich auch mit diesem König, ich sag mal, anfreunden, weil Intelligenz braucht auch ein Bewusstsein, ne? Die kann ja nicht alleine agieren, sondern da braucht es immer die Seele auf jeden Fall. Und dann hat sie jedenfalls diesen König. Und das ist ganz interessant, weil die, also ich sage das nur jetzt ganz kurz, also das ist wirklich, das ist im ganzen Kanto ist das. Und diese wunderschöne Frau, ja, die steht also für die Intelligenz, hat dann auch 10 Diener. Ja, 10 Diener. Und diese 10 Diener stehen für die 10 Sinne. Und dann sagt sie so, 10 Sinne? Ach ja, was sind das denn? Welche? Fehlt uns was? Ja, uns fehlt leider etwas. Das hier sind in unserem Verständnis die 5 Sinne, aber es gibt dann auch noch die 5 aktiven Sinne, da kommen wir gleich nochmal zu. Und insgesamt sind es dann 10 Sinne. Und mit dem Geist sind es ehrlich gesagt 11 Sinne, kommen wir gleich noch dazu. Und jedenfalls ist dann da diese wunderschöne Frau im Garten, hat da ihre 10 Diener, das sind die 10 Sinne. Und diese 10 Diener, ja, die haben auch noch hunderte von Frauen. Ja, und diese hunderte von Frauen, die stehen für die Wünsche, die Wunschvorstellung für diese Sinne. Ja? Also wie gesagt, guckt euch das mal genauer an, im vierten Kanto von König Puranjana ist da die Story erzählt von Narada Muni. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil heute haben wir eigentlich auch noch andere Sachen vor. Und zwar, es ist schön, dass ihr... ich glaube, es ist gut, dass ihr das mal hört, wenn ihr das sowieso nicht schon wisst. Ja? Und zwar fängt es dann an mit der Hare Krishna, mit der Entstehungsgeschichte. Also, oh, Indra, wieso redest du jetzt über die Entstehungsgeschichte? Weil, wenn wir uns das Bild da mal angucken, hier vorne, ja, das ist nämlich, wer ist das? Mahavishnu. Das ist Mahavishnu. Genau. Und Krishna ist ja der, also die Ursache aller Ursachen, nicht wahr? Und so ist er dann auch die Ursache von dieser sogenannten materiellen Welt, weil es gibt einmal die spirituelle Welt und die materielle Welt ist aber nur ein Viertel von der ganzen Kreation Gottes. Und da sind wir halt jetzt gerade drin. Nur kann man so sagen, das ist wie so eine Anstalt für
Tja, wie sagt man das jetzt? Wie drückt man sich da aus? Für, ja, also so ein bisschen Rehabilitierung, so ein bisschen. Wir lernen halt wieder zu lieben. So, weil das ist eigentlich unsere ureigenste Eigenschaft. Genau, und wie das dann eigentlich aussieht, wie kam eigentlich diese materielle Welt in Entstehung? Das war Mahavishnu. Was hat der da eigentlich gemacht? Weißt du das? Geatmet. Nee. Ja, hat geatmet, aber erst hat er geguckt. Geguckt. Ah, und ja, das, ja, ja, weißt du nur, also Mahavishnu? Genau, Mahavishnu ist ein Avatar von Krishna, also eine Erweiterung. Und das ist ziemlich genial, weil das ist the Big Bang. Also hier so diese materiellen Wissenschaftler, die versuchen rauszufinden, ja, vor wie vielen Millionen Jahren entstand denn das Universum, was ist mit den Dinosauriern und so weiter und so fort. Ne, das ist einfach, Mahavishnu hat da einfach mal über dieses, über die Mahatattva, über diese unmanifestierte Pradhan-Wolke, wenn man so das sagen kann, geschaut und hat somit nur mit seinem Blick die Materie geschwängert, wenn man so sagen kann. Ja? Das heißt also, wir sind ja alles eine Story von Gott. Wir sind auch im Traum Gottes. Er öffnet seine Augen und schaut dann auf die Mahatattva und schwängert somit, also beginnt sozusagen die materielle Kreation. So. Genau, und dann, also auch Mahavishnu ist so riesig, kann man uns gar nicht vorstellen. Und dann kommt aber der nächste, ich sag mal etwas kleinere Vishnu, der auch nicht so klein ist, ne? Garuda Kashai Vishnu. Und er kommt dann in jedes Universum, weil dieses Universum ist noch relativ klein, wird in den Schriften beschrieben. Ne? Aber es gibt auch noch andere Universen in der materiellen Welt. Genau, wir sind jetzt nicht die einzigen auch. Ne? Genau. Und dann in jedes dieser Universen kommt dann auch nochmal, wie heißt der? Krishna oder Kshay, Krishna. Genau, genau. Und wir gucken uns heute mal an, wie diese Materie, ja, also wie die so aussieht, diese Ursuppe, wie sieht die aus? Das kennt ihr alle, wenn ihr kocht, ihr wollt, ihr seht eigentlich schon vor eurem inneren Auge, wie das Endprodukt aussieht. Aber erstmal habt ihr so die Zutaten, die da einzeln vor euch auf der Küchenbank stehen, oder? Genau, habt ihr so Mehl. Und du weißt nicht, was ihr alles da noch benutzt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Keine Angst. So, dann schauen wir uns mal an, worauf die materielle Welt eigentlich besteht. Ne? Und wir haben ja also diese Wolke, ja, im spirituellen Himmel. Und diese Wolke nennt sich Mahatattva. Ja, und Krishna, ein Name von Krishna ist auch Mahatpadma. Mahatpadma. Ja. Und zwar bedeutet das, die Person, zu deren Füßen die materielle Energie, nämlich Maya Devi, liegt. Ja. Genau. Hier haben wir also die Mahatattva und die besteht aus 24 Elementen. Ja, das ist ja, wie vielleicht in der Physik, wo die dann versuchen, das Atom aufzuspalten, ne, in der Quantenphysik. Und dann das Atom besteht ja nochmal aus Elektronen und Proton und dann noch den Neutronen. Genau, und dann die bestehen ja auch nochmal aus Sachen. Naja, jedenfalls irgendwann kommt man nicht viel weiter, dann muss man wirklich in die spirituelle Wissenschaft umsteigen. Ja, weil das ist jetzt auch nicht irgendwelches, oh, das hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Na doch, also Krishna hat sich irgendwann mal ausgedacht. Sorry. Aber das hat wirklich Hand und Fuß. Das ist wirklich eine spirituelle Wissenschaft. Ja, und dem kann man auch detailgetreu auf den Grund gehen, wenn man sich dafür interessiert. Ja. Genau, und dann haben wir also erstmal die fünf grobstofflichen Elemente, genannt Pancha, Maha, Bhuta, also Pancha 5. Ne? Und dann fängt es auch so an, ne? Das fängt ja jetzt nicht irgendwie an und plötzlich war da die große Erde oder so. Nein, was sagt die Bibel? Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort, Logos. Und das ist also der Klang. Und der Klang manifestiert sich im Äther. Ne? Also Äther wird auch beschrieben wie Raum, Space zum Beispiel. Dann geht es weiter mit der Luft. Ne? Dann wird es immer grobstofflicher. Ja?
Und dann kriegt dieses Gebilde auch noch eine Form, dann ist es Feuer zum Beispiel, dann kriegt es auch noch Geschmack, Wasser und Erde. Ja, das sind so die fünf grobstofflichen Elemente, die wir haben. Danke, dass ihr alle mitmacht übrigens. Ich weiß, es ist ziemlich detailreich für so mitten unter der Woche. Aber lass uns schnell hier weiterlaufen. Und zwar gibt es dann aber noch die drei subtilen, feinstofflichen Elemente. Ne? Und wir kennen das eigentlich so, dass es dann anfängt mit dem Geist, mit der Intelligenz und mit dem falschen Ego. Aber ich habe dann heute nochmal irgendwie 30 Stunden und gestern mein Research gemacht. Und Srila Prabhupada sagt aber, zum Beispiel in der Gita, hier, wenn ihr nachschauen wollt, ja, 13:6-7, da gibt es auf jeden Fall das falsche Ego, ja, dass wir alle, das Ahamkara, dass wir alle denken, oh ja, ich bin dieser Körper und so weiter. Dann gibt es die Intelligenz und dann in einigen Schriften wird es übersetzt mit Bewusstsein, Consciousness, aber Consciousness, ich glaube, im Sanskrit gibt es dafür auch nochmal, weiß nicht wie viele Übersetzungen. Ne? Was Srila Prabhupada da aber meinte, ist die unmanifested stage of the three material modes of nature. Ja, diese drei Gunas von denen. Kannst du das nochmal wiederholen? Gut. Ja? Wie heißen die? Unmanifested stage of the three material modes of nature. Genau, also man findet auch in anderen, also auch von Srila Prabhupada findet man auch, wo er dann sagt, consciousness oder mind. Aber das der Geist ist auch nochmal extra, weil zusammen mit den wissenserwerbenden Sinn, die wir da eben hatten, ne? Nase, Ohren, so diese ganzen Fenster zur Welt, die wir so haben, und die fünf aktiven Sinne, ja, wie ihr sehen könnt, das ist so die Stimme, Arme, Beine, ja, mit denen wir sozusagen in Kontakt treten mit der Welt, zusammen mit dem Geist sind das die 11 Sinne, die wir alle haben. Ne, wir denken uns dann auch so, aber mein Bein ist doch jetzt kein Sinn. Doch im vedischen Verständnis, ne, ist das ein Sinn. Und das wird halt unterteilt zu den externen Sinnen, diese beiden, das schreibe ich auch mal so auf, und den internen Sinn. Genau, ich schreibe euch hier das mal auf. Also die gehören auf jeden Fall hier zusammen. Genau, das sind die Sinne, auf jeden Fall. Mit denen beschäftigen wir uns mehr. Und es wird auch gesagt, dass unter all den Sinnen, der Geist ist der König, der ist zentral. Weil es ist so, der Geist, wie kann man das jetzt beschreiben? Der Geist ist wie, ich sag mal, so ein Marmeladenglas. Ne? Guck mal, da sind wir noch nicht mal 5 Minuten aus der Haustür raus. Ja, und da haben wir schon so viele Sinneseindrücke in diesem Marmeladenglas. Ja, und dann haben wir noch irgendwas geträumt. Und dann haben wir in diesem reinen Marmeladenglas eigentlich auch Eindrücke von unserem letzten Leben. Und von, ich weiß nicht woher, habe ich das mal im Film gesehen oder so. Da sammeln sich, im Geist sammeln sich alle Eindrücke. Ja, und die können wir auch nicht kontrollieren. Die können wir nur kontrollieren, wenn wir was machen? Unsere Intelligenz. Genau, wenn wir chanten und unsere Intelligenz benutzen. Ja, wenn wir unsere Intelligenz benutzen. Und das ist so ein bisschen wie so diesen Greifarm bei so einem Automatenspiel. Dann können wir aus diesem Marmeladenglas, dem Geist, können wir rausziehen, was ist denn jetzt förderlich für mein spirituelles Leben und was ist nicht so förderlich. Aber dafür brauchen wir Intelligenz. Und dann müssen wir uns ein bisschen wie diese Muckis antrainieren, was wir ja machen in dieser Bewegung hier. Wir versuchen einfach wieder unser Leben zu re-spiritualisieren. Warum? Weil wir sind spirituell. Und dann gibt es auch noch die 5 Sinnesobjekte, ohne die die materielle Welt nicht die wäre, die wir sie wahrnehmen. Wie wir sie wahrnehmen würden. Genau, wir wollen das ja auch. Deswegen sind wir hier. Ne? Wir wollen diese ganze Klänge, wir wollen diese Berührung und die Form und die Geschmäcker und auch, das ist so toll. Ne? Jetzt aber langsam, nachdem wir hier so dieses Rad
durchgehen von Samsara, ja, haben wir jetzt keine Lust mehr, da einfach noch weiter zu machen. Ne? Ja, genau. Okay, aber wie gesagt, da gibt es auch einen Ausweg, und zwar ist der Ausweg der Krishna-bewusste Pfad zur Selbstverwirklichung. Weil ihr denkt euch so, okay, boah, jetzt hast du 10 Minuten meines Lebens von irgendwas geredet, was mich nicht so interessiert. Doch, doch, das ist nämlich sehr wichtig. Aber das seid ja nicht ihr. Ne? Ihr seid nicht die 5 grobstofflichen Elemente, ihr seid auch nicht die Sinne. Und die Sinnesobjekte seid ihr auch nicht. Auch nicht für jemand anderen übrigens. Sondern, wer seid ihr denn? Ihr seid Satchitananda, genau. Ihr seid die Seele, ihr seid spirituell. Genau, und das ist nämlich sehr schön, danke, dass du das sagst. Satchitananda bedeutet voller Wissen, voller Glückseligkeit und ewig. Ja, und da haben wir jetzt eigentlich gar nicht so viel, also gar nichts eigentlich zu tun mit dieser temporären Ansammlung von irgendwelchen Atomen, irgendwelchen Elementen, ja, von irgendwelchen chemischen Stoffen, weil ich bin nicht chemisch. Ne? Genau. Okay, ich mache das Ganze mal zu. Das ist okay. Ja, aber ist vielleicht doch schon ein bisschen viel zu viel und auch, ich bin auch müde und so. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr hier seid. Und wir gehen mal zurück zur Essenz von dem Vers. Wie gesagt, die nächsten Wochen, in den nächsten 17, 16 Versen werden wir uns auch damit näher beschäftigen. Das heißt, heute will ich so die Grundlage setzen für eine Serie von Vorträgen, die halt kommt. Deswegen ist es heute sehr in die Tiefe gehend. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Auf jeden Fall können wir ja wieder zumachen. Und dann schauen wir uns einfach mal so die Sinne an, die wir irgendwie kennen. Und den Geist auf jeden Fall. Okay. Sehr schön, dass ihr das jetzt mitgemacht habt. Okay. Wenn wir uns mal angucken in der Gita, ja, hier, das habt ihr auch auf eurer drauf, da ist es ja nicht aus Zufall, also sowieso nichts aus Zufall hier, ja, dass da Arjuna auf der Kutsche sitzt. Und wer sitzt vor ihm? Krishna. Krishna. Genau, und dann schauen wir uns mal an, was da auch in der Gita steht, in 6.34, müsst ihr gar nicht aufschlagen, nämlich da sagt dann auch, danke, da sagt dann nämlich Arjuna auch, ja, denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, um Krishna. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Ja, weil Krishna beschreibt so, ja, wie sieht denn ein Mensch aus? Ja, das haben wir ja gerade eben gelesen. Ja, wenn ein Mensch alle Arten von Sinnesbegierden aufgibt, die den Wunschvorstellungen des Geistes entspringen, und wenn sein geläuterter Geist im Selbst allein Befriedigung findet, dann sagt man von ihm, er sei im rein transzendentalen Bewusstsein verankert. Da wollen wir alle hinkommen. Wir wollen auch dieses Endprodukt sein, was Krishna da so herrlich beschreibt. Ja, und wir sind auch auf dem guten Weg dahin. Ja, genau. Und da geht es jetzt also um den Geist. Arjuna sagt, den Geist kann man nicht beherrschen. Was wir versuchen hier ist, unseren Geist zu beherrschen durch das Chanten von Hare Krishna. Weil Mantra bedeutet Manastrayate, also den Geist befreien. Wir wollen den Geist befreien von allen möglichen unnützen Sachen, die wir überhaupt nicht brauchen, die uns vielleicht noch nicht mehr in den nächsten 10 Minuten, 10 Jahren weiterhelfen, geschweige denn in unserem nächsten Leben, geschweige denn in unserer Beziehung mit Krishna. Genau, und hier sagt auch Arjuna, ja, das ist wirklich sehr schwer, es ist schwieriger, den Geist zu bezwingen, als den Wind. So, und dann im nächsten Vers, und da in der Erläuterung schreibt dann Schüler Prabhupada auch, ja, er zitiert dann nämlich die Katha Upanishad und sagt, das Individuum ist der Reisende im Wagen. Ja, wie gesagt, erinnern wir uns nochmal an Ralf und seinen Pullover. Ne, der Pullover ist der Körper. Das ist irgendwie so dunkel und irgendwo sieht man da so Licht. Ja, das sind wir, die gerade durch diese Augen rausgucken. Ich kann gerade mit dieser Welt in Kontakt treten, mit den Ohren zum Beispiel, ne, und den verschiedenen Sinnen. Nicht nur diese 5 Sinne, sondern auch die 5 aktiven Sinne. Wie gesagt,
Ja, und wir sind hier gerade in diesem Wagen. Ja, wie du sagst, einige haben Rolls Royce bekommen in diesem Leben, einige nur ein Trabi. Aber wir alle sitzen irgendwie in so einem Wagen. Ne? Im Wagen des materiellen Körpers. Und die Intelligenz ist der Fahrer. Und wer ist denn hier der Fahrer? Krishna. Krishna. Weil Arjuna weiß, ich kann hier nichts machen. Ich weiß nicht mal, ob ich rechts langfahren soll oder links oder nach oben oder nach unten. Krishna, hilf mir. Krishna, bitte leite meinen Wagen. Ja. Und Krishna ist ganz happy, dass er dann auf dem Wagen sitzt und seinen Devotee zum Sieg führen kann. Ja. Aber der Devotee muss es natürlich auch wollen. So, der Geist ist der Zügel und die Sinne sind die Pferde. Ist es nicht so? Sind es nicht total die wild gewordenen Pferde aus der mongolischen Steppe? Ja, ganz crazy. Ja? Die wollen alles sehen. Ach, ich will doch nur mal kurz gucken. Ach, nur ganz kurz hier auf mein Handy gucken. Wie spät ist denn das eigentlich schon? Ne? Die Sinne, die machen da total ihr Karussell und wir sind dem, wenn wir uns nicht an eine höhere Intelligenz wenden, dem total ausgeliefert. Ja? Hier schreibt auch, ich habe hier noch andere Notizen gemacht, mit den Pferden ist es nämlich sehr schön, da sagt nämlich Narada Muni auch im vierten Kapitel, also das ist die Geschichte von King Puranjana, also wirklich, check das mal aus, das ist sehr cool. Ich werde später auch also drüber reden, nicht heute. Und da sagt Narada Muni, und ich lese das mal auf Englisch vor: What I referred to as the chariot was in actuality the body. Genau, das haben wir ja schon gecheckt. The senses are the horses that pull that chariot. Ja, und manchmal so in verschiedene Richtungen. Ah, oh, ich will doch das machen, ich will doch das machen. Oh, diese Pferde, die machen einen total verrückt. Ja, and as time passes, year after year, these horses run without obstruction. Jetzt bitte zuhören. But in fact, they make no progress. Ja, das ist so krass. Ja, also wir machen keinen Fortschritt. Die ganze Zeit rennen wir nur unseren Sinnen hinterher und denken, ah ja, wir machen doch irgendwas. Ja, ich bin doch heute so busy, ah, ich muss doch noch was machen und so weiter. Aber eigentlich drehen wir uns nur im Kreis. Ja, und wir drehen uns nicht nur im Kreis, sondern wir graben uns immer tiefer auf in die Erde, sage ich mal so. Ja, mit unserem Karma. Ja, wir häufen da nämlich immer so Berge von Karma an. Ja, und so, ja, ich wollte doch nur schnell das machen. Und ach, ist ja nicht so schlimm und so weiter. Ja, doch, jede Aktion hat nämlich eine korrespondierende Reaktion. Vielleicht nicht gleich, was super Gnade ist übrigens auch. Vielleicht nicht in den nächsten 5 Minuten, nicht in den nächsten 5 Jahren, aber vielleicht im nächsten Leben. Und dann kann man sich nicht mehr daran erinnern. Ja, warum muss ich denn jetzt in so einem Körper rumfahren? Warum muss ich denn jetzt eine Brille haben? Warum geht es mir nicht so gut? Warum habe ich nicht so eine gute Beziehung zu meinen Verwandten oder so? Alles wegen vorangegangener Aktionen, die wir mal gemacht haben. Aber da wollte ich auch sowieso mal sagen, weil das hatte ich gar nicht geplant. Aber das ist auch jetzt nicht so, dass, also muss man sagen, ne, Karma ist sowieso sehr komplex, aber ich wollte trotzdem noch ein Wort drüber verlieren, weil das habe ich auch in den letzten Lectures immer so dargestellt, ja, dass wenn du jetzt eine Brille trägst, dann hast du im letzten Leben mal irgendwie, weiß nicht, irgendwo geschmult, wo du nicht schmulen solltest oder irgendwie, verstehst du? Also das ist immer gleich eine, das, was wir immer denken, so, ach, das muss jetzt passen oder so. Nee, Karma funktioniert nicht so. Und wenn man sich auch mal anguckt, hey, die Pandavas, ja, also davon ist zum Beispiel der Arjuna, der Prinz, der hier gerade seinen Breakdown hat, einer von denen, ja, der und seine Brüder, das waren ja super fromme Seelen. Ja, das waren eigentlich schon Befreite, obwohl Arjuna wurde hier auch in diese Position willentlich von Krishna gegeben, sozusagen, damit wir auch was daraus lernen können. Aber dann ist halt so die Frage, habt ihr euch das mal jemals gefragt? Warum müssten die Pandavas, besonders wenn wir jetzt auch schon bei Bhagavatam ist, warum mussten die so leiden? Boah, das waren doch die Liebsten ever. Und die Antwort habe ich auch gefunden. Kennt ihr eigentlich die Antwort? Nee. Warum
Wenn jemand seine Winzige Unabhängigkeit missbraucht. Jemand seine winzige Unabhängigkeit missbraucht. Ach so, die haben ihre winzige Unabhängigkeit missbraucht. Naja, die, bei denen ist es wirklich so, die sind wirklich reine Gottgeweihte. Ja, ich meine ja die Gegner, die sie so in Bedrängnis gebracht haben. Die haben ihre Unabhängigkeit missbraucht, die wollten ja bestimmte Absichten verfolgen. Ach so, und die anderen sozusagen. Die anderen sozusagen. Ja, genau. Aber wir reden jetzt gerade von diesen reinen Seelen. Warum passiert Schlechtes guten Menschen? Ja, es kann natürlich sein, dass im vorangegangenen Leben oder vor 5 Minuten, dass diese guten Menschen auch mal was Schlechtes gemacht haben. Aber, ja, und das war die Antwort, die mich echt so auch erleuchtet hat, so ein bisschen. Ganz bisschen, ne? Ist, dass einfach in dieser materiellen Welt, ne, egal ob du auch so eine super Seele bist, sage ich mal so, dass du da leiden musst wegen Kala. Wegen Zeit, das ist einfach normal. Wenn du jetzt gerade in dieser materiellen Welt bist, dann ist es normal, dass irgendwann mal was nicht so Tolles passiert, weil das ist eine Welt von Dualität. Ja? Coole Antwort, oder? Ja, das ist einfach. Kannst du das einmal wiederholen? Ja, dass diese guten Seelen auch leiden in dieser Welt, weil diese Welt eine Welt von Dualität ist und Zeit, Kala, einfach auf alle wirkt. Ja, genau. Und Zeit treibt es halt voran, einfach diesen Kreislauf. Ne? Aber kommen wir mal zurück zu unserem Vers heute, der da hieß, ja, die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. O Pater, wenn ein Mensch alle Arten von Sinnesbegierden aufgibt, die den Wunschvorstellungen des Geistes entspringen, und wenn sein geläuterter Geist im Selbst allein Befriedigung findet, dann sagt man von ihm, er sei im rein transzendentalen Bewusstsein verankert. Ja, und Schüler Prabhupada sagt dann hier auch im Purport, deshalb wird hier ganz richtig gesagt, dass man alle Arten von Sinnesbegierden, die den Wunschvorstellungen des Geistes entspringen, aufgeben soll. Aber künstlich kann man solche Verlangen nach Sinnenbefriedigung nicht einstellen. Ja, man kann nicht einfach so was abschneiden und sagen, nee, das gehört nicht zu mir. Sondern doch, irgendwann kommt es zu dir als großes Monster. Und dann musst du trotzdem mit dem dealen irgendwie. Ne? Und deswegen ist es im Krishna-Bewusstsein auch ein allmählicher Prozess der Reinigung. Wie gehen wir mit diesen kleinen Monstern, die uns hier überall, ne, überall belagern, so ein bisschen. Und da gibt es dann natürlich auch bestimmte, ich sag mal, Vorgänge. Ja? Des Bhakti-Yogas, wie wir zum Beispiel alles mit Krishna verbinden können. Wir können hier in den Tempel kommen und können da Krishna angucken auf dem Altar. Wir können seine Geweihten angucken, wir können Bücher lesen mit unseren Augen und so auch dadurch, besonders durch das Prasadam-Essen, ja, also zu Krishna geweihtes Essen, durch Krishna geweihtes Essen, können wir unsere Sinne reinigen. Ja, weil ansonsten, wie gesagt, graben wir uns nur unser eigenes Grab, ja, und der Karma-Berg wird immer größer. Wir können zum Beispiel hier das Inzens riechen, das Krishna angeboten wurde, ja, und so durch auch unseren Sinneskanal reinigen. Ja, was können wir denn anfassen? Hören ist auch sehr wichtig, ne, im spirituellen Vorgang. Genau. Ich wollte aber noch anderes. Ach, schade. Findet ihr das auch spannend? Ja. Ja, okay, cool. Ich finde das sehr spannend. Weil hier geht es dann auch in diesem Vers, ich komme jetzt auch zum Abschluss, geht es halt darum, nicht diesen, na, wie sagt Schüler Prabhupada, diesen Wunschvorstellungen des Geistes nachzugeben. Ne, unser Geist hat da, also hat da ganz viele tolle Wunschvorstellungen. Also, ne, das ist ja das Problem auch. Ja, ich lese euch mal noch was vor aus dem Bhagavatam, aus dem 11. Kapitel, aber auf Englisch. When the living entity desires to exploit matter, he is covered by 3 modes of nature. Thus, he concocts different philosophical, political, and social explanations of reality, but never understands the absolute truth. Krishna, yeah, who is beyond the contamination of all of these limited senses. Yeah, these senses are, also diese Sinne sind begrenzt, aber Krishna ist ja absolut, er ist ja unbegrenzt.
Ja, das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich kann aber Gott nicht sehen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Man kann nämlich Gott sehen, weil er sich erbarmt und hier zum Beispiel in einer Form erscheint, die wir auch mit unserem materiellen Sinn wahrnehmen können. Heißt aber nicht, dass Gott materiell ist. Ne? Genau. So, despite our foolish hopes and dreams, also trotz unserer Luftschlösser, there is no actual happiness on the material platform. Ja, und das ist nämlich ganz interessant und wie gesagt, wir werden jetzt die nächsten 16 Wochen auch darüber reden. Ja, und also ich selber brauche das auch. Ich muss darüber reden und ich muss auch darüber hören, ich muss darüber lesen und ich muss das wirklich auch verwirklichen. Weil wenn wir halt in dieser Welt leben, wo wir eine halbe Stunde nach dem Aufstehen sehen wir dann schon so die erste Werbung, ja, an der S-Bahn-Station. Und die Werbung heißt so, Shop, Eat, Relax, Repeat, ja, von irgendeinem Shopping-Center. Dann denken wir auch so, ja, ist das jetzt wirklich der Sinn des Lebens, jetzt hier die ganze Zeit nur arbeiten zu gehen und dann gebe ich das Geld aus und dann esse ich das und dann verdaue ich das und dann den nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Kann es ja nicht gewesen sein, oder? Also da ist ja noch irgendwie mehr im Leben auf jeden Fall. Und uns wird halt ständig suggeriert und wir wollen uns das auch selber einreden, dass wenn wir irgendwas Tolles kaufen, dann sind wir glücklich. Ja, weil wir gehen nicht in ein Shoppingcenter und sagen, oh, wenn ich das kaufe, dann werde ich unglücklich. Nein, wir sind, wie du richtig gesagt hast, wir sind Satchit Ananda, wir suchen danach. Ja, wir sind es ja schon, wonach suchen wir denn eigentlich? Ja, weil wir suchen immer am Äußeren, aber die Antwort ist ja im Inneren. Ja, ist ja alles schon da, wenn ich Satchit Ananda bin. Warum muss ich denn eigentlich jetzt noch atmen, essen und vielleicht ein bisschen kuscheln? Also, ne? Warum ist denn das so? Ja, weil wir uns einfach so stark auch mit dieser Materie identifizieren. Und das bringt leider so ein paar Probleme mit sich. Aber diese Probleme kann man ja alle lösen. Genau, indem man, wie gesagt, die Sinnesobjekte, ja, beziehungsweise alles, wieder mit Krishna verbindet. Weil alles ist nicht von Krishna getrennt, niemals. Ja? Ich finde diese Allegorie sehr schön von den Kindern, die am Strand sitzen und die bauen da ihre Sandburg. Ja, wir bauen uns da wirklich unsere Sandburgen. Ja? Wir wissen, also eigentlich wissen wir das nicht, aber irgendwann kommt eine Welle, ja, und dann ist unsere Sandburg kaputt. Aber trotzdem, wir geben da unser ganzes Geld rein, um einfach diese Sandburg so schön zu machen, weil in dieser Sandburg wollen wir ja wohnen, da wollen wir ja genießen, da wollen wir ein komfortables und friedliches Leben führen. Wer will das nicht? Aber diese Welt ist Dukalayam Ashashvatam. Das sagt Krishna selbst. Und Krishna hat alles erschaffen. Das heißt, er muss eigentlich ziemlich genau wissen, wie die Sache hier so läuft. Und wir sollten eigentlich Krishna auch vertrauen, dass es in dieser Welt, in dieser sogenannten materiellen Welt, gibt es eigentlich keine materielle Glücklichkeit, keine Glückseligkeit. Ja? Wenn du natürlich aber dieses spirituelle Bewusstsein hast und sagst, die materielle Welt ist alles spirituell, dann, ja super, dann seid ihr schon angekommen sozusagen. Aber weil wir ja denken, hey, das ist jetzt von Krishna getrennt, haben wir so ein paar Probleme und wir brauchen da einfach Unterstützung. Genau, und dann sind wir jetzt also an diesem Strand und dann ruft irgendwann der Vater, ja, komm nach Hause, Zeit für Abendessen. Und die intelligenten Kinder, was machen die? Okay, ich komme. Ich freue mich nämlich auf den Vater, auf den heiligen Vater. Ne? Wir sind jetzt nicht so in der christlichen Tradition offensichtlich, weil Gaudiya Vaishnavism gehört jetzt eher vielleicht zum großen Zweig des Hinduismus, wenn man das ungefähr in diese Schublade packen will. Doch einige haben vielleicht die Beziehung zu Krishna wie zu einem Vater. Das müssen wir halt rausfinden. Ne? Was hast du in Beziehung zu Krishna? Ne? Und auch ganz speziell, was ich heute euch fragen möchte, was ich auch mich selber jeden Tag frage, was habt ihr heute gemacht für Krishna? Wie seid ihr Krishna heute näher gekommen? Hat sich Krishna heute euch offenbart? Ja. In
allen möglichen Situationen. Ich weiß ja nicht, was ich für eine Beziehung habe zu Krishna. Ja? Weil letztendlich ist das Einzige, was zählt. Nicht wahr? Und diese ganzen Sandburgen haben wir eigentlich total vergessen. Mhm. Genau, und wenn wir intelligent sind, und einige von uns sind auch schon ein bisschen intelligent, deswegen sind wir auch hergekommen, also eigentlich sind wir alle dann wissen wir, dass wir als spirituelle Seele, wir brauchen spirituelle Nahrung. Wir brauchen nicht materielle Sandburgen, sondern wir brauchen spirituelle Nahrung, wie zum Beispiel Prasadam, was gleich kommt. Genau, weil das ist nämlich Essen, sieht nicht so anders aus von normalem Essen, sage ich mal so, aber durch einen Vorgang, den auch unser Priester gemacht hat, und auch schon im Kochen, ist es nämlich besonderes Essen, nämlich das ist Essen für Krishna und somit ist das spirituelles Essen. Genau. So, also auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugehört habt zu den Lehren der Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Sri Jagannath Swami Baladev Subhadra ki jai. Sri Sri Gaura Nithai ki jai. Gaura Premanande. Haribo.